Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich habe den Aufzug schon mal betätigt. Das heißt, wir fahren jetzt nach oben. Oder nach unten. Lichter gehen nach unten, also fahren wir nach oben. Und jetzt sind wir wieder bei der Transitstation. Ist das die? Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ah ja, okay. Apollo Privattransit. Mach ich. Dann, hier, ne? Hier? Privattransit? Nee, da. Privattransit? Doch, da, ja. Nee. Hä? Hier? Transit? Etwas verkehrt. Bitte kommen Sie mit mir mit. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Glaub's ja nicht. Bam. Ich weiß nicht genau, wo dieser Privattransit ist. Auf jeden Fall kann ich mir hier nochmal ein bisschen aufstocken. An Sachen, die ich alle schon habe. Ja, komm. Kommen wir bestimmt nicht mehr hin. Nehmen wir das nochmal mit. Und sonst, ja, ist okay. Privattransit. So. Ist doch da. Apollo Secure Transit. Ja. Ja, richtig. Ist er jetzt da, oder was? Ah, da ist er ja. Nee. Was? Medizinturm? Da will ich doch gar nicht hin. Hier will ich hin. Will ich hier hin? Ja, ich will Kern. Apollo Core. Da will ich hin. Seeksen Synthetics. Synthetics? Ja. Na komm. Mal auf. Wo geht er hin? Dieser Waggon für den zentralen Apollo-Hauptcomputer, Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Ah gut, da will ich hin. Danke sehr. Apollo-Kern, Synthetic Solution. Gehen Sie zu Apollo-Kern. Bodenschächte bieten alternative Wege durch die Station. Ja, richtig. Persönliche Logs und Audioaufzeichnungen geben Ihnen Einsicht in das Leben der Besatzung oder so. Huch. Oh. Da ist Alien abgestürzt. Zum ersten Mal. Seit dem ersten Mal. Gut. Ich sag mal, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache die Folge hier gleich weiter und ja, ich höre auf zu reden. Bis dann. So, da sind wir wieder zurück nach dem Absturz. Aber ich glaube, irgendwas funktioniert immer noch nicht so ganz, weil dieser feine Herr hier sollte eigentlich kaputt am Boden liegen. Aber der steht hier so. Einfach so. Aber egal, lassen wir den wieder mal stehen und ich versuche nochmal. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des
Ja. Ich versuche nochmal dieses Sevastopol-Transitsystem zu benutzen. Zum Apollo-Kern. Hoffentlich stürzt es jetzt nicht wieder ab. Das wäre sehr schade. Nein, sehr gut. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollo-Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Okay. Wir entschuldigen uns äußerst für die Verspätung. Reden wir mal mit dem Apollo-Kern. Apollo. Ich sage immer Apollo. Mit dem Apollo-Kern. Pumpgun-Munition, ja, richtig. Sehr gut. Kann man nie genug haben. Ich denke mal, hier entlang den mal an die Rezeption gehen. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Das ist doch wohl dein, nicht dein Ernst. Und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Gut, ich habe immer noch 2 EMP-Minen, 3 Molotow-Cocktails, 2 Rohrbomben, 2 Blankgranaten, 2 Rauchgranaten, 3 Geräuschmelder, 6 Leuchtfackeln, Elektroschocker und Medikits. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Und was hast du? Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsüberführung sollten irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Hintertür. Ich habe eine Hintertür gefunden. Ja. Ich weiß nicht so recht. Was hat er gesagt? Was muss hier sein? Okay, mal sehen. Okay. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Schalten Sie die Stromleiter aus. Zugangscode habe ich nicht. Leuchtfackel brauche ich nicht. Strom. Strom, Strom, Strom. Eventuell. An diesem Terminal. Morgen gemeinsam. Nö, nö, nö. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Dann muss ich jetzt Rezeption. Ja. Rechte Hemisphäre? What? Boah, jetzt den Zugangscode oder was?
Hallo, kann ich mal bitte den Zugangscode haben? Das wäre ganz gickig. Ach, oh, ich bin ja auch so doof. 4930. 4870. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuscheln, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Entschuldigung. Ja, bitte speichern. Danke. So, Stromleiter abschalten. Gehen wir hier hin. Gehen wir erstmal hier rein. Gucken uns um. Da war was. Da sind Zigaretten. Hier ist sonst weiter nichts. Schade eigentlich. Oh, danke. Machst das Licht schon für mich an. Ich hätte auch eine Taschenlampe, also von daher. Nö. Ist ja sogar eine Leuchtfackel. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst. Das kommt mit besten Grüßen von mir. Ja, hat er recht gehabt. Die haben wirklich nicht mehr alle Muttern in der Birne. So, kurz das hier professionell hacken. Mit, Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Okay, schnell da rein heißt da unten hin. Okay, das kriege ich hin. Das war hier rechts. Also nicht hier links. Ich gehe Absicht mit nach links. Weil hier nämlich nichts ist. Das war gewollt. So. Zack. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn auch immer das Team überhitzen, werden Sie neu starten. Ich beeile mich. So. Wieder mal in einem schönen Lüftungsschacht. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Ich auch. Wenn das was zählt. So. Syntheten-Action. Elektroschocker. Check. EMP-Mine hebe ich mir auf. Sowas wie Geräuschmacher und sowas. Kann ich aber gut benutzen eigentlich.
Ah, hier ist noch keiner. Sehr gut. Das kommt mir doch zugute. Aber eine Speicherstation ist hier. Und Schränke zum Verstecken. Und eine subkutane Impfpistole. Der reine Wahnsinn. Ah, Medikit herstellen. Davon kriegt man nie genug. Und dann speichern. Erstmal speichern. So. Apollo Core. Greifen Sie auf Apollo zu. Zugriff auf rechten Speicher, Zugriff auf linken Speicher. Und dann den Kern. Krieg ich hin. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. So, da sind zwei. Die entfernen sich. Das nutze ich aus, um eine Gasmaske einzusammeln. Nice. Muss ich die irgendwie ausrüsten? Nö, ne? Habe ich einfach. Nice. Kann ich ja jetzt hier lang, wa? Kann ich das? Einfach so? Ah. Coole Sache, sowas. Das ist echt cool. So, da ist einer. Mehr haben wir nicht, ne? Nur der eine. Hier noch ein... nimm doch den Ausweis. So. Ich weiß immer noch nicht, was die bringen, diese Ausweiskarten. Bindemittel. Erstmal verstecken. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gucken wir mal, ob ich das irgendwie geschickt hinkriege. Alle Vertreter des Konzerns müssen mich bei Besuch beim nächstgelegenen Synthet melden. Das ist sehr spannend hier. Hahaha, ihr Loser! Können ja gar nichts. Ausgetrickst.
Hauptsache, die kommen jetzt nicht hierher. Boah, das ist ein grässliches Piepen hier. So. Apollo, da sind Androiden an der Tür. Ransom ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit, die kommen rein. Sag Susanne, dass ich sie liebe. Susanne, er liebt dich. So, hier hätte ich nämlich jetzt aus beiden Richtungen herkommen können. Und hier ist wieder eine Speicherstation. Das bedeutet für euch, diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge.